So, moin Leute, bevor ich anfange, sage ich nochmal was kurz weg. Ich habe einen Ventilator wieder an, auf 2. Das heißt, im Grunde, wenn ihr was hört, wie so ein Ventilator, dann wisst ihr es jetzt. Wir spielen mit Barry weiter. Natürlich wird es jetzt schlimm. Ich kenne es ja noch. Ja. Vielleicht ist heute auch die letzte Folge. Resident Evil 2 Revolution. Auf Deutsch. Oder wenn ihr es so lesen würdet. Aber es heißt ja Revelation. Der erste Teil von Revelation. Ja, ich würde zwar nicht sagen, dass er schlecht ist. Aber feiern tue ich den ja auch nicht so. So, wir haben in der letzten Folge den Wappenschlüssel gefunden. Können damit Dinge öffnen. Kugeln. Schuss. Wir gehen auf jeden Fall weiter. Natürlich wieder mit Taschenlampe an. Wer hätte es gedacht? Und hier ist wieder so eine Notiz. Einmal durchlesen, wenn ihr wollt. Ihr wisst ja wie. Pause machen. Und durchlesen. Von den ganzen Resident Evil Teilen würde ich sogar mit Abstand behaupten, dass das hier. Boah, ich dachte gerade, was kommt da die Treppe runter? So, wir müssen jetzt mal ganzen Weg zurück. Ist ja klar. Wir haben ja jetzt den Schlüssel. Und mit dem Schlüssel können wir jetzt erstmal hier hoch und die ganze Tür öffnen. Ist Platz noch? Das hier, Pistole. Oh lala. Sniper. Ich finde es auch gut, dass ich gerade im Moment auch Shotgun-Munition spare, weil irgendwie kriege ich keine Shotgun-Muni mehr. Ist ja so wie für die Prüton, Alter. Er sich. Ich scheint wohl so nicht. Hier höre ich noch nicht, das weiß ich ja. Hier war ich schon etwas mehr, daran erinnere ich mich glaube ich sogar noch. Obwohl, ich glaube in den Toiletten war ja nie was, ne? Die echt ex. Für eine Villa von den Wescars gibt es ganz schön viele Toiletten. Und was auch immer mit dem hier passiert ist, will ich nicht wissen. Irgendwas sagt mir, hatte mal ein gutes Leben. Und ich glaube, hier ging es wieder die Treppen runter. Ja, okay. Hallo? Hallo? Digga, das Spiel ist schon sehr alt. Ich glaube, das bemerkt man schon. Sie sehe keinen, dann kann ich einfach rein. Magnum. Das war jetzt das letzte Zimmer der
glaube, die Kiste hatte ich auch schon. Trotzdem nur, weil da Munition drin liegt. Junge, ich hasse diese Scheiße. Kriegt man ja Aggression. Und Pistole und... Kann ich mir das übergeben? Kann ich hier das übergeben? Und dann eine Magnum Muni, also. Kann ich mal Munition einsammeln ein bisschen? Und sammelt sie das hier ein. Ich glaube, dann müsste sie noch nicht voll sein. Und da hinten ist auch eine Vase. Das ist halt das Geile. Ja, warum machst du bei mir die Crap-Attack? Danke dir. Ja. Was ist das? Ey, muss gelernt sein. Ich hasse diese Scheißhunde. Manchmal ist das richtig scheiße schlimm. Dann gehen wir hier nochmal lang. Habe gar nichts. Hier ist auch nichts. Guck mal an. Die 2005 Millimeter, nee, 2005 Meter. Okay, jetzt ist der Schiff sein, Natalia. Brauchst du eine Pause? Mir geht's gut, Barry. Danke trotzdem. Sag Bescheid. Ich meine, Barry ist echt der eigentlich so ein richtig fürsorglicher Vater, ne? Also ist jetzt meine Meinung so, es müsste jetzt nicht eure Meinung sein, aber ich glaube, Barry ist so ein richtiger Vorzeige 5-Sterne-Vater. Ich glaube, das Nervige, wenn man ihn als Vater hätte, wäre eigentlich nur, dass er die ganze Zeit bei der BSAA ist oder irgendwie nur auf dich aufpassen will. Und dann, ja, hast du eigentlich im Grunde auch den Salat. So, ein bisschen Mini. Ja, hier ist übrigens ein Toller. Genau da. Seht ihr ihn? Genau da und den. Moin, Güli. Junge Herren. Bekomme ich so wenig Mond? Ja, das ist doch nicht gut. Okay, das gebe ich, glaube ich, ihr mal. Das finde ich halt gut an Natalia. Sie ist kein richtiger, also kein Bot, wo du sagen könntest, okay, die heilt mich bestimmt nicht. Ah, gut. Mit dem hier. Mit Rauch. Ich finde auch, Barry ist so ein richtiger Helikopter-Dad. Er ist so viel, aber was er nicht ist. Und zwar, er passt ja auf seine Tochter auf. Und das findet man halt besser an ihm.
Barry ist so ein richtiger Fünf-Sterne-Vater. Das ist meine Meinung und so. Müsste jetzt nicht eure sein. Und jetzt geht der Spaß los. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Aua! Mann, ich bin beschäftigt! Meine Güte! Das ist so nervtötend! Hat das eine Schwachstelle? Ein Schädel ist klar. Mal hier hoch. Ja, warum schubst du mich? Digga, schubst mich nicht! Uiuiuiuiui! Ja, geh mir mal aus dem Weg, du nervst. Zwei Patronen. Alter, ist das echt? Alter, der hat ein Gesicht. Finden Sie Alex. Beenden Sie das Spiel. Heute ist das Finale. Ich bin jetzt mal den ganzen Weg nach. Ich bin jetzt mal den ganzen Weg bis zum Boss. Erstmal bis zu Alex still. Ja. Dieses Lied. Du kennst es? Ich weiß, ich mag's nicht.
Verdammt, meine Lampe. Echt perfekt. Wieso, Alex? Was haben Sie gegen sie? Reicht das doch jetzt langsam mal? Meint die mit ihren echt oder falsch Getöne? Juckt doch keinen. Ab rein da, wir töten jetzt sie. Zeit zum Beenden. Zeit, dass die zweite Wesker ihren Dings vortrifft. Alter, was macht die da? Hilfe! Das, wenn das nicht spaßig aussieht, oh Gott. Besiegen Sie Wesker. Alex meine ich. Oh nee, das ist so ein ekelhafter Fight. Gehen wir nach oben. Was? Nimm du das mal. Ah, bis sie zu uns kommen. Ah, ja, um 10 Minuten. Ich weiß nicht mehr, wie der Kampf war, aber ich glaube, man muss sie jetzt erstmal. Sie so sehr.
Das hat gesessen. Ich sehe nichts. Aua. Hey du. Spider-Man haut ab. Das alles war ein Fehler. Das ist ein bisschen... Das war's, dann will ich für... Oh, danke. Vergesst schon nicht, dass ich dir auch Munition geben kann. Hat die eigentlich ständig mit echt oder falsch? Ich glaube, sie liebt das Wort. Besiegt.
Moira! Das alles war für mich. Dauerte leider ein halbes Jahr. Scheiß Technik. Wirklich totale Kacke. Ach du Heilige, was ist das denn? Lass mich das übernehmen. Brauchst du mich ganz sicher nicht, Barry? Ich meine, Dad. Ich werde dich immer brauchen. Aber vorerst habe ich das hier. Ich gebe dir vom Heli aus Deckung. Alex stirbt heute. Sie wird sterben. Du bist hässlich. Ne? Alex versus Barry auf Land und Claire im Heli. Also geiler kann kein Endfight sein. Na gut, ich halt lieber mein Maul. Man weiß ja nie, ob Teil 5 auch so geremaked wird, dass es auch mega hammergeil wird. Aber das ist das neue Ende, was ich habe. Ich hatte das Böse immer. Ja. Besiegen Sie Wesker. Komm zu mir, Wesker Beast. Barry! Bring sie näher heran, ich versuche sie auszuschalten. Oje, oje, Barry! Die mag dich nicht! Ich schaue dir und deiner verdammten Familie in das Grab! Ich geb dir Deckung! Halt den Heli doch mal gerade! Wer fliegt denn? Gut, Barry, du bist dran. Roger! Schieß nicht daneben! Bleib auf die Weg, Barry! Keine Sorge, Süße! Ich lass dich nicht allein! Das kannst du laut sagen! Claire, du bist! Claire, du bist! Mit Vergnügen. Ich hoffe, ich werde im Alter nicht aufrufen, ähnlich. Ha!
Digga. Digga, ist die Spider-Man! Hol die große Bombe. Ich glaub, sterben kann die nicht! Wo ist sie? Oh, ich hab sie. Oh mein Gott, ich habe auch Barry getroffen. Ups. Selbst der Ouroboros konnte dich nicht schützen. Moira, ich weiß, ich hätte dir mehr Freiheiten lassen sollen. Schon okay. Ich habe dir oft genug Sorgen bereitet. Du hast dich gut behauptet, Moira. Klar hat sie das. Sie ist eine echte Burton. Na dann, lassen wir die Jungs hier mal aufräumen. Also, was wirst du jetzt tun, Barry? Ich werde wieder ein Vater sein. Boah, ich hasse diesen Boss. Die frisst mehr Muni, als ich gucken kann. Junge, nee. Absolut nee. So waghalsig bis zum Ende, Alter. Oh, aber das war ein wahrer Sinn, ne? Also das Gute. Also ist er jetzt in China? Okay. Sagen Sie Pierce, er soll auf ihn aufpassen. Pierce? Der ist aber tot. Pierce. Hast du meine Jacke gesehen? Natalia, bist du oben? Komm runter und mach dich fertig. Ein Käfig ging einen Vogel suchen. Aber jetzt ist der Vogel fort. Der Vogel hat sich verändert. Na gut, im Grunde war das irgendwie auch klar. Das ist so klar gewesen. Egal was man tut, aber das war ein gutes Ende. Und egal was man tut, Alex bleibt ein Monster. Also von innerlich und äußerlich ist sie beides komplett hässlich gewesen. Sie war ja komplett hässlich. Aber der Teil... Ich finde den Teil so geil. Okay, hör mal. Kostüme.
Ach ja, stimmt ja. Lotti Hanzo. Man muss, wenn ihr, ich wollte es mal euch zeigen, könnt hier dann auf Extras gehen, Belohnungen. Dann seht ihr hier Kostüm Barry klassisch. Spielen Sie Kampagne mit Barrys alternativen Kostüm, kann in der Einstellung gibt. Dann kann ich noch mal Kostüm für Claire. Was? Jetzt bin ich mal gespannt. Das heißt ja Kostüm für Claire klassisch. Klassisch. Wie sieht der aus? Der allererste Stil von Claire. Alter, ey, ich lasse das so. Ich finde den Admiral aber auch krass. Also ganz ehrlich, Resident Evil Revelations ist eine komplette 10 von 10. Na gut, BOWs und komische Zombies haben mehr mit Resident Evil gemeinsam als das Plagas aus Teil 4 und das Plagas aus Teil 5. Na gut, Plagas Virus Teil 5 hatte irgendwie auch mehr mit Resident Evil zu tun wegen den Kraken. Aber sonst ist Resident Evil generell eine geile Saga. Village ist ja komplett vom Teil ab, vom kompletten Horror-Dings abgewichen. Aber war eigentlich auch ziemlich gut. Ich fand den Teil auch mega mäßig. Ganz ehrlich, 10 von 10. Soll man noch sagen. Wenn ihr spielen wollt, dann spielt's, kauft euch. Keine Ahnung, wie toll das ist, aber das Spiel müsste jetzt sehr günstig sein, so alt wie das ist. 2015. Geiles Jahr, geile Spiele. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall in dem nächsten Spiel wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.